Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video beschäftigen, wie wir jetzt aus den Linien, das heißt Spalten, Reihen und Diagonalen, die wir hier erstellt haben, ein Spielbrett tatsächlich bauen können, das eben dann über diese Sachen verfügt, die wir hier haben. Und wir haben ja gesagt, ein Spielbrett soll bitte die Plätze kennen. Das soll ein zweidimensionaler Array sein, den ich hier über diese Liste von Listen dargestellt habe. Und es soll bitte die Reihen und die Spalten kennen. Zumindest haben wir das so aus dem Text heraus analysiert. Und da wir uns ja in den letzten Videos auch die Struktur zwischen Plätzen und Linien und deren Ableitungen als Reihe, Spalte und Diagonale angeschaut haben, wird man wahrscheinlich feststellen, dass das Erstellen eines Spielbretts eigentlich ein relativ komplexer Prozess ist. Und wenn es um das Erstellen von Objekten geht, dann können solche komplexen Prozesse eben sehr gut in bestimmten Objekten abgekapselt werden. Und diese bezeichnet man dann als sogenannte Factories, also die Fabrik zu Deutsch. Und wie die Fabrik im echten Leben sozusagen bestimmte Waren herstellt, die man später nutzen kann, so ist eben das Factory Pattern, so wie wir es dann allgemein aus den objektorientierten Design Patterns heraus kennen, ein Objekt, das befähigt ist, ein anderes Objekt oder sogar einen kompletten Objektgraph komplett richtig zu initialisieren und dann dem Aufrufer wieder zur Verfügung zu stellen. Und dieses Factory Pattern schauen wir uns jetzt mal genauer an. Eben wie wir eine Factory für ein Spielbrett bauen können. Das heißt, ich fange an mit einer neuen Klasse, die eben Spielbrett Factory heißt. Und das Wichtige an einer Factory ist, dass sie über eine sogenannte Create-Methode verfügt. Das heißt, hier gibt es eine Public-Methode, die ein Spielbrett zurückgibt, und zwar vollkommen initialisiert. Und hier, diese Methode wird auf Deutsch eben Erstelle heißen oder auf Englisch üblicherweise Create. Und eine Factory kann durchaus auch Parameter entgegennehmen. Ich werde das hier jetzt einfach mal so machen mit der Reihenanzahl. Also wie viele Spalten und wie viele Reihen soll denn dieses Spielbrett bitte haben? Und anhand dieser Parameter wird dann eben das Spielbrett zusammengestellt. Und genau das werden wir jetzt eben erstmal schrittweise machen. Ich fange also an mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte erst den zweidimensionalen Array erzeugen. Im Anschluss hätte ich gerne alle Spalten, die in diesem Array zu finden sind, alle Reihen, die in diesem Array zu finden sind. Das sind noch die beiden einfachsten Parts. Und dann kommen wir zu den Diagonalen. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann initialisieren wir das Spielbrett und geben es zurück. Okay, dann fangen wir mal an. Was wir jetzt natürlich haben wollen, ist erstmal einen zweidimensionalen Array aus Plätzen. Das heißt, das, was ich hier haben möchte, ist ein Array, der Plätze heißt. Oder im Prinzip können wir das... Ich nenne es Plätze. Ich denke, man sieht es dann schon, dass das zwei Dimensionen haben sollen. So, und wenn ich hier eben beginne, dann würde ich tatsächlich mit den Spalten anfangen. Das heißt, ich würde das Ganze hier so initialisieren, dass wir eben einen neuen Platz-Array bitte haben, der eben diese besagte Spaltenanzahl hat. So, einen Fehler habe ich jetzt hier noch in meinem Array. Moment. So, ich glaube, ich habe bloß die Klammer zu viel gehabt. Genau. Also ich hätte jetzt gerne einen Array, der wiederum Platz-Arrays enthalten soll.
Und zwar so viel, wie hier Spalten sind. Vorher sollte ich natürlich noch einen Guard Clause machen. Wenn die Spaltenanzahl kleiner als 2 ist, dann schmeiße ich eine Argument out of range exception. Die Spaltenanzahl darf nicht kleiner als 2 sein. Und das Ganze können wir natürlich auch noch hier mit einem Parameter versehen vorher, damit er weiß, was gemeint ist. Das ist das eine. Und natürlich darf auch die Reihenanzahl nicht kleiner als 2 sein. Was ist das für ein Spielbrett, das eine Reihe und eine Spalte hat? Oder nur eine Reihe? Okay, das könnte man sich noch vorstellen, aber für unsere Zwecke ist das nicht sinnvoll. Okay, also damit gehen wir schon mal sicher, dass Reihenanzahl und Spaltenanzahl valide Werte sind. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier einen Array erzeugt, der mehrere andere Arrays enthalten kann. Und damit ich diese inneren Arrays erzeuge, muss ich natürlich jetzt durch die Spaltenanzahl hier durchlaufen. Und dann werde ich jetzt eben sagen, Plätze an der Stelle i ist eben jetzt ein neuer Platz-Array mit der Reihenanzahl. Und hier kann ich dann jetzt eben weitermachen, dass ich sage, dass ich jetzt tatsächlich durch diese inneren Reihen jetzt durchlaufe, also quasi durch den eben erzeugten Array, und sage dann Plätze an der Stelle i und intern nochmal an der Stelle j ist bitte ein neuer Platz. Und mit diesem Stückchen Code sollte meines Erachtens nach jetzt eben gelten, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Plätze richtig zu erzeugen. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter, dass wir jetzt schauen, wie wir die Spalten erzeugen können. Und ich werde dazu noch mal kurz hier nebenan eine Skizze malen, wie das Ganze wohl ungefähr aussieht. Wir haben das ja ungefähr jetzt so gemacht, dass wir hier verschiedene Spalten haben. 1, 2, 3, 4, nehmen wir mal das hier. Und eine Spalte ist ja im Wesentlichen eben das hier. Das heißt, wir könnten jetzt eben eine Vorschleife machen, die wir eben hier bei 0 beginnen lassen. Und wir werden innerhalb dieser Vorschleife dann nochmal sozusagen durch alle Reihen durchlaufen. Und dazu dann eben jeweils die Plätze, die wir an diesen entsprechenden I- und J-Positionen finden, zu einem neuen Spaltenobjekt hinzufügen. Also nochmal, in der äußeren Schleife durchlaufen wir die Spalten und pro Schleifendurchlauf erstellen wir ein neues Spaltenobjekt. Und die Plätze, die zu diesem Spaltenobjekt gehören, das sind ja im Prinzip diese drei hier jetzt in unserem Schaubild, die bekomme ich eben, indem ich nochmal in einer inneren Schleife über sozusagen die Reihenanzahl iteriere und dann jeweils den Platz IJ noch zu diesen Spalten hinzuweise. Also das heißt, wir müssen wieder mal eine Vorschleife machen, die jetzt eben durch die Spaltenanzahl wieder durchläuft. So, und was wir hier letztendlich machen wollen, ist, dass wir eine Liste von Spalten bekommen. Also irgendwann ganz am Ende möchte ich eben sagen, Spalte add bitte ein neues Spaltenobjekt. Und wir sehen hier, wir brauchen hier eine Liste von Plätzen. Das nenne ich eben jetzt Spaltenplätze.
dieses Ding, und das existiert noch nicht, deswegen erstelle ich mir hier jetzt eben eine Variable Spaltenplätze. Und auch das ist eben jetzt eine Liste von Platz, also ein Objekt, das Plätze enthält, eine Connection. Okay, und jetzt gehe ich eben intern nochmal durch die Reihen durch und sage hier an dieser Stelle, dass wir jetzt eben, dass wir zu den Spaltenplätzen hinzufügen das Element, das im zweidimensionalen Array an der Stelle ij ist. I und j. Also das ist das, was ich hier gerade in der Zeichnung skizziert habe. Wir fangen, also wenn wir jetzt bei i uns 0 vorstellen, dann erstellen wir eben dazu eine Collection. Und wir fangen jetzt eben hier an, den Platz Nummer 00 hinzuzufügen. Das heißt, es wäre der links oben. Dann nehmen wir den Platz 01, das heißt, es wäre der in Reihe 1, aber in Spalte 0. Und dann den an 02 und 03 und so weiter, bis wir eben die entsprechende Obergrenze von der Reihenanzahl erreicht haben. Und wenn wir eben alle diese Plätze abgegrast haben und zu dieser Collection hier hinzugefügt haben, dann können wir damit eine Spalte neu initialisieren. So, und dann kann man sich vorstellen, das Ganze geht genauso für die Reihen. Ich nenne das jetzt aber J, damit wir hier konsistent bleiben in unserem Syntax. Wobei es vielleicht besser ist, dass wir das Reihenindex nennen, damit man es doch ein bisschen besser lesen kann. Interessant, müsste man mal probieren, wie das Ganze ausschaut. Auf jeden Fall laufen wir jetzt eben durch alle Reihen durch, anstatt durch alle Spalten in der äußeren Schleife. Und auch hier möchte ich dann eben letztendlich eine Collection an Reihen haben. Das ist jetzt eben eine Reihe hier. Und wir werden hier zu dieser Reihen-Collection irgendwann am Ende dieses Schleifendurchlaufs gerne eine neue Reihe hinzufügen. Und hier brauchen wir natürlich auch wiederum eine Collection von Plätzen, wie das auch bei der Spalte notwendig war. Und deswegen erzeuge ich mir hier natürlich die Reihenplätze. Also im Prinzip genau das gleiche, was wir vorher gemacht haben, eben jetzt bloß waagerecht und nicht senkrecht. Und die geben wir jetzt hier diesem Objekt mit rein. So, und dann brauche ich natürlich noch eine interne Vorschleife, wo ich jetzt eben durch alle Spalten durchgehe. Und wir werden dazu eben jetzt hier sagen, dass wir zu den Reihenplätzen hinzufügen den Platz, den wir im zweidimensionalen Array an der entsprechenden Spalte finden. Also i und j wiederum. Okay. Und man könnte jetzt vielleicht meinen, ja, wir haben ja hier irgendwie eine Code-Duplizierung. Irgendwie ändert sich ja eigentlich bloß die Dimension, in die wir durchlaufen. Das hier ist allerdings tatsächlich schwer zu refactoren, sodass wir hier quasi eine Funktion draus machen, die dann hier richtig auf Plätze zugreift. Das ist tatsächlich schwierig. Also man könnte es eventuell machen, aber es macht den Code nicht unbedingt besser verständlich. Aber man kann sich zumindest mal Gedanken machen, wie könnte man denn das hier sinnvollerweise in ein Konzept packen, sodass man hier diese mehr oder weniger Code-Duplizierung nicht hat, weil diese beiden Codestellen schauen sehr ähnlich aus. Wir erzeugen eine Collection, wir durchlaufen in zwei ineinander verschachtelten Schleifen irgendwie die Plätze, die zu, oder irgendwas, was zu einem zweidimensionalen Array gehört, und geben dann eben neue Objekte in die entsprechende Collection, die wir haben wollen, rein. Okay, das war jetzt hier der einfache Punkt, weil Reihen und Spalten zu durchlaufen ist trivial meines Erachtens. Was jetzt interessant wird, sind die eben genannten Diagonalen. Okay.
Wir werden uns jetzt mal anschauen, wie wir das nochmal machen können. Dazu erzeuge ich nochmal eine Zeichnung, in der ich hier jetzt nochmal so ein Spielbrett andeute. Vielleicht mache ich diesmal etwas mehr. Sowas in dem Dreh. Okay. Und wenn wir uns jetzt dieses 4 auf 3 mal Feld anschauen wollen, dann gibt es ja im Prinzip folgende Diagonalen. Ich fange jetzt mal bei 0, 0 an, weil das ist eben der übliche Schleifenpunkt. Ich fange hier an bei diesem Platz und muss dann eben I und J jeweils um 1 erhöhen, damit ich, wenn ich diese Diagonale hier abbilden will, wieder zum nächsten Platz komme, den ich brauche. Also ich fange bei 0, 0 an und nehme dann eben 1, 1 und 2, 2, bis wir eben am Ende der Reihen oder am Ende der Spalten angekommen sind, je nachdem. So, wenn ich jetzt sage, ich gehe wie hier im oberen Fall wieder über die Spalten drüber, dann wäre dann mein I für den nächsten Durchlauf 1. Das heißt, ich würde hier anfangen und hier so runtergehen, eben bis ich entweder das Ende der Spaltenanzahl oder das Ende der Reihenanzahl erreicht habe. Auch das wäre eine Diagonale. So, und wenn dann I 2 wird, dann komme ich hier jetzt eben mal zu dem Punkt, wo die Spaltenanzahl zu Ende ist. Das heißt, das hier wäre auch eine Diagonale und die hier oben auch. So, und für uns interessant sind natürlich nur die Diagonalen, die tatsächlich eine gewisse Länge haben, weil wenn ich eine Diagonale habe mit plus zwei Plätzen, kann da schlecht ein 4 gewinnt vorkommen in unserem Fall. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf 3 runtergehen würden, wären diese beiden hier oben für uns vollkommen uninteressant und diese aber schon. Das heißt, wir müssen am Ende, bevor wir eine Diagonale noch hinzufügen, sozusagen diese dann auch noch auf ihre Länge prüfen, ob das überhaupt eine sinnvolle Diagonale für unser Spiel ist. So. Weiterhin müssen wir aber beachten, bloß weil wir jetzt einmal über diese Spaltenanzahl hier drüber iteriert sind, also von 0 bis 4 in diesem Fall, es bringt uns nichts, weil wir dann immer noch Diagonalen vergessen haben. Das heißt, die beiden hier müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen. Das heißt, wir müssen, um eine Diagonale in dieser Form von links oben nach rechts unten zu erzeugen, müssen wir eben nicht bloß, wie das bei den Spalten und Reihen war, jeweils über eine Seite des Spielfelds iterieren, sondern eben über beide Seiten. Also ich muss irgendwann auch nochmal hier bei 1 anfangen und runtergehen. Okay, und genau das werden wir jetzt eben mal machen. Wir schauen jetzt uns mal an, wie ich das umsetze und hoffentlich fehlerfrei. Also ich baue mir wieder eine Vorschleife, die jetzt wirklich über die Spalten durchgeht. Das heißt, wir gehen hier über die Spaltenanzahl. Und ich brauche dann eben einen Index für Spalten. Ich lasse mal den Spaltenindex auf 0 und den Reihenindex, Entschuldigung, den Spaltenindex setze ich auf I und dann mache ich den Reihenindex auf 0. So, also dass wir jetzt eben im ersten Schritt bei 0, 0 starten und beim zweiten Schritt auf 1, 0, also quasi immer an der oberen Kante des Grids sozusagen entlang. So, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie wir das jetzt weitermachen. Wir müssten jetzt eben sagen, dass ich hier jetzt eine Abbruchbedingung habe. Und die Abbruchbedingung heißt ja im Prinzip, wenn der Spaltenindex kleiner ist als der, die Spaltenanzahl, und die Reihenanzahl kleiner ist, der Reihenindex kleiner ist als die Reihenanzahl, dann müsste ich bitte Folgendes machen. Ich würde gerne
hier jetzt eben diagonalen Plätze erzeugen. So, und diese diagonalen Plätze, der kann ich jetzt hinzufügen. Einmal die, das Element vom, ich hatte nicht drei Plätze, so rum, genau, an der Stelle I und an der Stelle J. Und das ist jetzt vollkommen falsch, was ich hier mache. Ich brauche das hier. Einmal das und einmal das. Okay. Und dann erhöhe ich den Spaltenindex um 1, damit ich eben jetzt im nächsten Punkt bin. Genauso den Reihenindex. Okay, das heißt, ich füge jetzt eben diese Plätze hier alle zur Diagonalen hinzu oder zu der Plätze, die die Diagonale ausmachen. Und ich stoppe eben, sobald ich irgendwie das Ende der Spalte oder das Ende der Reihe erreicht habe und dadurch eben nicht mehr weiter im Array fortschreiten kann. So, und wenn ich das gemacht habe, kann ich danach eben noch überprüfen, ob diese diagonalen Plätze, deren Count größer gleich 4 sind. Wenn ich das nämlich habe, dann möchte ich bitte diese Diagonale tatsächlich hinzufügen. Das heißt, ich habe hier die Diagonalen und rufe hier Add auf mit einer neuen Diagonale, der ich jetzt diese diagonalen Plätze, die ich gefunden habe, übergebe. So, und das war jetzt allerdings nur in Spaltenrichtung. Ich muss das Ganze auch nochmal in Reihenrichtung machen. Das heißt, ich fange jetzt hier bei J an und das geht eben bis Reihenanzahl. Und wir fangen hier jetzt eben nicht bei 0 an, sondern bei 1. Warum? Weil wir ganz einfach die Diagonale, die von 0, 0 beginnt, schon angefangen haben. Okay, und im Prinzip muss ich hier jetzt wieder das Gleiche machen, bloß dass ich eben die Indexe etwas anders verteile. Das heißt, ich lasse hier den Spaltenindex jetzt von 0 beginnen und ich lasse den Reihenindex an der Stelle J beginnen. Und auch hier baue ich mir dann eben wieder diagonalen Plätze. Also wir haben hier auch irgendwie wieder eine Code-Duplizierung drin, aber mir fällt aktuell kein gutes Refactoring ein, dass das wirklich besser lesbar wird. Aber Sie können es natürlich gerne mal probieren. Und wenn Sie auf was Sinnvolles gestoßen sind, dann können Sie mir gerne Ihre Lösung schicken. So, und auch hier sind wir jetzt wieder dabei, wenn der Spaltenindex kleiner ist als die Spaltenanzahl. Und der Reihenindex, den ich jetzt falsch geschrieben habe, kleiner ist als die Reihenanzahl, solange das gewahrt ist. Das möchte ich nochmal jetzt Reihenindex nennen. Dann füge ich eben diesen Platz hier hinzu. Das heißt, ich mache hier ein Plätze an der Stelle Spaltenindex und Reihenindex. Das füge ich jetzt hier hinzu und erhöhe dann den Spaltenindex und dann den Reihenindex. So, und dann kann ich wieder prüfen, sind diese diagonalen Plätze, deren Count größer gleich 4, was wir hier zusammengefunden haben. Dann fügen wir diese wirklich als Diagonale hinzu mit diesen Plätzen. So, diese Codezeilen, die ich hier geschrieben habe, die sind alle bloß dazu da, dass wir eben
die Diagonalen, die von links oben nach rechts unten verlaufen, haben. Was wir aber eigentlich auch noch wollen, ist Folgendes. Nämlich, dass wir die Diagonalen nehmen, die jetzt eben von rechts oben nach links unten verlaufen. Also quasi hier nach diesem Schema. Genau das müssen wir auch noch machen. Und man sieht jetzt eben schon, dass man hier eben beispielsweise wieder hier starten könnte, aber man muss eben dann die Indexe nicht erhöhen, sondern erniedrigen. Und damit kriegt man dann eben die richtigen Plätze raus, um diese Diagonalen darzustellen. Und auch hier brauchen wir dann eben wieder insgesamt zwei äußere Vorschleifen, damit wir eben einmal durch die Spalten hier durchlaufen und einmal durch die Reihen. Okay. Das heißt, wir müssen das, was ich gerade geschrieben habe, nochmal machen, aber eben jetzt für die Diagonalen, die von rechts oben nach links unten laufen und nicht die von links oben nach rechts unten, wie wir es vorher gemacht haben. Es ist ja auch natürlich möglich, dass wir so irgendwie vier Gewinne zusammenbekommen. Okay, dann machen wir das Ganze doch mal. Ich schreibe hier das noch dazu. Das sind die Diagonalen von links oben nach rechts unten. Und jetzt kommen eben die Diagonalen von rechts oben nach links unten. Okay. Das können wir eigentlich hier rausziehen, weil da stecken wir ja letztendlich alle Diagonalen rein. Und was wir jetzt machen können, ist eben, ich laufe jetzt wieder durch die Spalten durch. Und mein Spaltenindex ist eben wiederum i. Mein Reihenindex ist wiederum 0. Und dann fange ich eben an, hier jetzt loszumachen. Das heißt, ich müsste jetzt gucken, dass der Spaltenindex größer gleich 0 ist und der Reihenindex, ich gehe nach unten, der muss kleiner sein als Reihenanzahl. Wenn ich mir das jetzt richtig überlege. Auch dann baue ich mir eben wieder diagonalen Plätze. So, und hier würde ich eben sagen, diagonalen Plätze add dieses entsprechende Platzelement aus diesem zweidimensionalen Array. Das heißt, ich gehe erst auf den Spaltenindex, dann auf den Reihenindex und dann erniedrigen wir den Spaltenindex und erhöhen den Reihenindex. Vielleicht ein Plus Plus. So gehe ich jetzt quasi von, wenn ich mich recht entsinne, von rechts oben nach links unten. Ich erhöhe die Reihenindex und erniedrige den Spaltenindex. Genau. So, und dann kann ich eben wiederum diese Überprüfung machen. Dann schauen wir nochmal weiter, wie wir das jetzt bei den Reihen machen müssen. Also ich nenne das jetzt wiederum J.
und laufe hier jetzt eben bis zur Reihenanzahl. So, und ich beginne jetzt wieder bei Spaltenindex. J sollte aber auf 1 stehen. Und Spaltenindex setze ich jetzt diesmal auf das rechte Ende. Das heißt, ich muss Spaltenanzahl minus 1 nehmen. Und der Reihenindex ist gleich 0. Entschuldigung, ist gleich J. Tut mir leid. Okay. Und dann nehme ich mir die diagonalen Plätze mit einer neuen Liste von Platzelementen und mache wiederum das gleiche hier. Ich gebe eben bekannt, dass der Spaltenindex bitte größer gleich 0 sein muss und der Reihenindex kleiner als die Reihenanzahl. Und dann füge ich wieder zu meinen diagonalen Plätzen dieses entsprechende Element aus dem zweidimensionalen Array hinzu. Und erniedrige den Spaltenindex und erhöhe den Reihenindex. So gehe ich eben von rechts oben nach links unten. Und am Ende wieder dasselbe. Also irgendwie sollte man das doch dann ein bisschen besser machen, meines Erachtens. Vielleicht kann man dafür irgendwie eine Template-Method machen. Und ich sage hier bitte diese neue Diagonale mit diesen diagonalen Plätzen. Okay, und das ist jetzt wirklich der gesamte Code, den wir brauchen, um alle Diagonalen korrekt zu erzeugen, meines Erachtens nach. Und wenn wir das alles haben, können wir jetzt eben das Spielbrett initialisieren. Aber das Spielbrett hat noch nicht wirklich einen sinnvollen Konstruktor, den wir hier nutzen können. Und deswegen müssen wir den eben noch einführen. Wir haben hier eben das Konzept, dass wir Plätze haben und dass wir Reihen, Spalten und was uns natürlich noch fehlt, ist eine iRead-only-List of Diagonalen. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen wir das letztendlich überhaupt alles, was wir hier per Konstruktor bekommen? Ich meine nicht. Was viel interessanter wäre wahrscheinlich ist, dass wir alle Spielbrettlinien bekommen. Das wäre meines Erachtens noch viel sinnvoller als diese Reihen, Spalten und Diagonalen. Warum, dazu werde ich gleich kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache mir noch die üblichen Guard Clauses rein. Und dann können wir unseren Code noch so formatieren, dass das hier ein bisschen ordentlich aussieht. Und man kann dann natürlich auch lesen, auf diese Elemente zugreifen. Okay, und hier sehen wir jetzt eben, wie ich diese Konstruktorargumente noch mit übergeben ist. Das heißt, ich brauche hier erstmal die Plätze, ich brauche die Reihen, ich brauche die Spalten, ich brauche die Diagonalen. Und damit ist eben unser Spielbrett komplett richtig initialisiert. Wir haben den zweidimensionalen Array richtig erzeugt und dann eben daraus die entsprechenden Spalten, Reihen und Diagonalen gebildet. Wobei der Code für Diagonalen oder insgesamt dieser Code zur Erstellung von Spalten und Reihen sehr wiederholt wirkt. Also man kann sich eventuell was überlegen, um den einfacher zu gestalten. Dann schiebe ich dieses Spielbrett Factory noch in eine eigene Datei und damit sind wir am Ende für dieses Video. Wichtig ist eben, dass Sie mitgenommen haben, das Factory Pattern, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, ist es eine Simple Factory. Warum? Weil diese Factory A ein konkret implementiertes Objekt zurückgibt, also nichts, was hier irgendwie eine Abstraktion darstellt.
Und es gibt auch kein Interface, was von dieser Factory-Klasse implementiert wird. Wenn sie genau das umsetzen, dann hätten sie eben die Abstract Factory. Aber im Prinzip ist die Simple Factory dazu gedacht, komplexe Erstellmaßnahmen hier zu bändigen, also oder beziehungsweise zu kapseln, damit andere Clients oder andere Stellen im Code, besser gesagt, dann noch sehr einfach sich ein Spielbrett entsprechend erstellen können. Und im nächsten Video werden wir uns dann eben anschauen, wie wir diese Funktionalität, die ich hier gerade geschrieben habe, testen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.